Moin, moin, herzlich willkommen. Es geht direkt weiter mit The Binding of Isaac. Denn wir wollen immer noch zu Chapter 4 kommen. Und im letzten Part hat sich herausgestellt, dass das gar nicht so einfach ist. Zumindest für mich. Momentan noch. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich irgendwann mal besser werde in diesem Spiel, aber momentan ist dem nicht ganz so. Wir werden sehen. Ah, diese kleinen Dämmchenspinnen. Letztes Mal bin ich gegen euch gestorben. Geh weg. Geh weg. Gehst du weg. Sehr schön. Kiste. Nein, nein, nicht einsammeln. Tick wollen wir nicht haben. Wollen wir nicht haben. Tick ist blöd. Also ich mag's nicht. Oh Gott. Doppelspinnen. Geht bloß weg. Geht bloß weg. So. Ach, Mann. Anarchies. Mann. Das ist scheiße. So, der erste Floor lief ja schon mal super. Das Buch ist wirklich, naja. Naja. Plus der Zecke. Nicht wirklich brauchbar, vor allem gegen Pin. Kannst du mal aktivieren. Trollbums. Ja, toll. Hat ja viel abgezogen. Mich fast umgebracht. Oh Gott. Könntest dich ruhig mal wieder selber verletzen, Pin. Das wäre richtig gut. Würde mir gefallen. Aua. Oh Gott! Genau in die falsche Richtung. Das war's mit meinem Soul Heart. Los, verletz dich selber. Ach komm, jetzt geh doch mal drauf. Geht doch. Bisschen Hundefutter. Sehr schön. Und ab runter. Hier. Yay. Nein. So. Spinnen. Wow. Ja. Ach, Spinnies. Geht. Genau. Geht einfach tot. Yay. Wir haben einen Schlüssel bekommen. Sehr schön. Oh nein, ihr seid die Bösen. Oh Gott. Ich habe keine Bombe. Für den blauen Stein. Und mit dem Fass werde ich ihn wahrscheinlich nicht aufsprengen können. Das wird nicht reichen. Beziehungsweise kann ich das. Doch, es hat gereicht. Mit Trollbomb und Soulheart. Sehr schön. Soulhearts sind immer gut. Und hier gibt es wieder eine Bücherei. Vielleicht gibt es ja wieder ein Book of Revelation. Das wäre nice. Also nochmal, das Buch, was ich jetzt gerade habe, wäre unrealistisch, wenn es kommt. Ah, das ist zumindest besser. Das Book of Shadows. Ey. Das macht mich wenigstens ein bisschen unverwundbar. Wenn ich da noch Schaden mache, dann ist alles gut. Eine Slot-Maschine. Eine Fortune-Maschine. Da haben wir sogar noch eine Chance auf ein noch viel besseres Item. Aber erstmal gucken, wie viele Pennies wir hier noch kriegen. Weil nur von zweimal aktivieren wird es wahrscheinlich. Nachdem, ob ich Glück habe oder nicht. So. Ach, ich mag die Dinger nicht. Los, ihr Fleischies. Geht kaputt. Geht kaputt. Aua. Na, die sind noch Spinnweben dazu. So. Ist okay. Lassen wir so. Oh Mann. Dass die mich immer gleich so. Genau das meine ich. Dass die immer gleich so kamikaze-mäßig auf mich zujumpen müssen. Tierisch auf den Sack. So, wie jedes Spawns jetzt noch mehr von diesen scheiß Viechern.
glaube, ich bin die meiste Zeit immer an diesen Dingern verreckt. Okay, ganz viele Pennies. Damit lohnt sich, was ist das hier für ein Run? Das ist ein Book Run oder was? Vor allen Dingen zweimal dasselbe. Dieses Buch würde uns Homing Missiles geben für einen Raum. Okay. Ich hoffe, in der Fortune sind ein paar Herzen drin. Zumindest ein paar Soul Hearts oder sowas. Und das wäre schon wieder lustig. Vor allem, wenn jetzt ein Horseman kommt, wird das sehr lustig. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ein Schlüssel. Wow. Und Widow. Och nö. Widow. So. Spinne weg. Oh Gott. Was wird die kaputt machen? Oh Gott. Nein! Nicht noch mehr Spinnen! Alles bloß keine Spinnen! Ich hab sie berührt. Also wieder mal zwei Runden in einem Part. Aber wir hatten auch wirklich Pech. All Stats up, das ist schön. Wir hatten wirklich Item-Pech diesmal. Also nur Bücher, wovon eins gut war. Ne? So, wir haben alle Stats oben. Ja. Hä? Ach, das haben wir schon auf 4. Okay. Das ist doch schon mal viel besser. Die Räume sind auch viel angenehmer. Ich will das hier gerade mal so angucken. So. Ein Herz. Müssen wir uns merken. Oh, das sind die Bösen. Die Bösen. So. Trollbaum, Schlüssel für den nächsten Floor und ab rein. Und schon wieder Widow. Ah, ich mag Widow nicht. Oh Gott. Solange du keine kleinen Spinnen spawnst, ist mir relativ egal, was du machst. Kannst ja ruhig rumjumpen. Na Gott. Ja, schön. Toll. So, das war's dann mit Widow. Schade, dass ich Schaden genommen habe. Ich hätte wahrscheinlich sowieso irgendwann Schaden genommen. Ich will ja immer noch dieses Achievement haben. So, Lunch. Und runter. Das gefällt mir doch schon viel besser. Viel besser. Mami! Nein! Mami! Nein! Dieser Run fängt doch schon mal besser an. Ist immer noch nicht. Nicht so wie der. Aus dem zweiten Part, den ich hochgeladen habe. Aber immerhin. Haben wir auch schon mal Damage Up bekommen. Range Up. Tears Up wahrscheinlich, glaube ich, auch. Ne, Tears Up nicht. Arrange Damage ist schon mal sehr schön. Wir haben Herz bekommen. Geh kaputt. Geh kaputt. Nein. Ach, Mann. Diese Spinnen immer. So. Da du dich hier so durchglitschen willst, kriegst du hier mal. Putz. Das war gut. Das hat mir gefallen. So. Wir suchen noch den. Erstmal gucken wir mal, ob hier vielleicht nicht sogar. Nein. So, wir suchen noch den Item Room. Oh, hier ist ein Bettler. Ich habe keine Münzen. Schade. Okay. Oh, habe ich eigentlich. My Little Unicorn. Sehr schön, sehr schön. Der nächste Boss dürfte eigentlich keine Probleme machen. Wir haben 5 Herzen. Wir sind groß, so richtig groß. Und haben My Little Unicorn dabei. Das sieht gut aus. Gegen. Famine. Schon wieder. Famine ist natürlich blöd, weil der immer chargen. Dadurch nicht so gut treffen kann.
Aber wir haben die Spawning-Phase überstanden. Es kommen keine dämlichen Fliegen mehr. So, Cube of Meat, du bist mein. Sehr schön. Und wenn wir jetzt noch Glück haben mit dem Teufelsraum, was wir nicht haben. Ach, naja. Naja, man kann nicht alles haben. Dann lass uns runtergehen. The Caves. Oh, das ist ein merkwürdiger Gedanke. Okay. Zwei Schlüssel, an die ich nicht rankomme. Super. Ich glaube, ich sollte mir mal eine Leiter besorgen auf dieser Etage, wenn ich denn Geld hätte. Oh, das ist das Schöne. Ich habe gerade kein Geld. Sodass, wenn mich die Greed-Köpfe treffen, nichts passiert. Das ist gut. Aber jetzt treffen sie mich natürlich nicht. Aber wenn ich hier wieder mit 1000 Euronen hier rumlaufe, dann treffen sie mich natürlich wieder. So. Geh halt kaputt. Wie fällt's denn aus? Ist ja schon nicht mehr normal, Greed-Kopf. Oh Gott.